Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Da ziehen junge Männer aus dem Dinslakener Stadtteil Lohberg in den syrischen Krieg und keiner hat es gemerkt. Vielmehr wurde gesagt, gut, dass die Männer zum Glauben konvertiert sind, Hauptsache sie sind weg von der Straße und werden nicht kriminell. Wie kann ein 6000 Einwohner zählendes Kaff wie Lohberg zu einer Salafisten-Hochburg in Deutschland werden? Darüber spreche ich jetzt und zwar mit dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Dinslaken. Ganz herzlich willkommen, Ayüp Yıldız. Guten Abend. Herr Yıldız, schön, dass Sie heute hier sind und uns so ein bisschen über ein bisschen darüber erzählen, was denn in Dinslaken oder insbesondere im Stadtteil Lohberg los ist. Jetzt Lohberg sagt nicht jedem Zuschauer direkt etwas. Vielleicht können Sie einfach mal erst erzählen, was ist denn Lohberg überhaupt für ein Stadtteil in Dinslaken? Zuerst mal ist Lohberg erstmal kein Kaff. Es ist ein Stadtteil mit sehr positiven, aber auch negativen Seiten. Lohberg hat an die 6000 Einwohner. Es hat an die 25% der Bürger haben einen Migrationshintergrund, obwohl man das nicht so festlegen kann, weil viele auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Nun, es hat eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die Arbeitslosenquote beträgt ungefähr bei 15%. Es ist so, dass das ein Drittel der Kinder in Familien leben, die ein Jahreseinkommen von unter 15.000 Euro verdienen. Also wir können da schon von einer relativen Armut reden. In Lohberg gibt es, ist bei allen Sozialindikatoren, hat es das Maximum des Negativen im gesamtstädtischen Vergleich. Ne? Die Probleme sind da. Also ist das sozusagen ein Problemstadtteil? Problem kommt darauf an, was Sie unter Problem verstehen. Ne, wenn man es von der Arbeitslosenquote abhängig macht, wenn er von der Jugendarbeitslosigkeit, von der prekären Bildungssituation. Wir wissen, dass die Überweisungsquoten aufs Gymnasium auch nicht besonders hoch sind. Ne? Aus dem Grund würde ich schon von einem Problemstadtteil reden, ja. Jetzt gibt es 25 junge Menschen, die sogenannte Lohberger Brigade, die wirklich in den syrischen Krieg gezogen sind. Wie kann es so weit kommen, dass man eben aus einem derartigen Stadtteil eben Menschen fischt, so würde ich es mal bezeichnen, und die eben ja für einen Krieg verwendet? Nun, erstmal gesagt, alle 25 kamen nicht aus Lohberg, nur ein Teil davon kam aus Lohberg. Wie kann sowas passieren? Es gibt die unterschiedlichsten Versuche, das zu erklären, Erklärungsversuche. Nun, die Erklärungsversuche, die ich jetzt von mir geben werde, die werden die Taten, die Aktionen, die die Jugendlichen begangen haben, nicht rechtfertigen. Es ist aber ein Versuch. Und zwar ist es so, Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, die Suche nach dem wahren Sinn, das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein und plötzlich nun eine Familie zu finden, eine Familie, die diesen Jugendlichen Identifikationskonzepte liefert, die diesen eine klare Regel gibt, Schwarz-Weiß-Denken, es gibt einen Gott, du musst fünfmal am Tag beten und die einfachen Regeln der Scharia halt. Ne? Und das allein reicht natürlich nicht aus, um Jugendliche zu verführen. Ich glaube, es ist eine Art von hoffnungslos und plötzlich ist da jemand, der dich auffängt und den besseren Sozialberater spielt. Kann ich mir das so vorstellen, dass diese 25 Menschen im weiteren Sinne Helden sein wollen, Patrioten, ähnlich wie das vielleicht auch das US-Militär macht, um junge Menschen für ihre Kriege zu gewinnen? Hört sich jetzt krass an, aber leider ist es so. Ne? Plötzlich eine Rolle zu spielen im Leben. Nicht nur also es ist ja wirklich so in der Tat im neoliberalen System, man macht entweder mit oder du hast ein Problem, dann gehörst du eben halt nicht damit. Ne? Du bist lediglich eine kleine Rolle im ganzen System. Und plötzlich hast du die Möglichkeit aufzusteigen. Du bist jemand, du vermittelst Angst, du hast Macht. Und jetzt hast du plötzlich die Möglichkeit, die Chance, es zu beweisen der anderen Gesellschaft gegenüber. Ne? Das ist leider so. Es ist so, ja. Die Taktik läuft nach deren Schema, ja. Was mich sehr wundert, diese Männer sind hier in Deutschland geboren, die sind hier zur Schule gegangen, die haben ja die Wertevorstellung, ich sage jetzt mal, der Bundesrepublik Deutschland eben mitbekommen und trotzdem wurden die für solche Taten requiriert. Wir wissen, dass 90% der Salafisten einen Migrationshintergrund haben, nur 10% Konvertiten sind. Wie kann es sein, dass 90% dieser Jugendlichen
sich verführen lassen, verleiten von solchen Scharlatanen. Da muss man sich, also es ist rechtfertigt, die Tat nicht, das, aber es ist ein Versuch, um vielleicht so eine Analyse, eine Ursachenanalyse näher zu bringen. Es ist so, dass das nach meiner Ansicht viele dieser Jugendlichen in Vierteln leben, in Problemvierteln leben und um das Gefühl haben, nicht anerkannt zu werden. Ne? Ich meine, wir könnten jetzt lange darüber uns unterhalten, über die Integrationspolitik, die wir ja seit 40 Jahren nach meiner Ansicht falsch betreiben. Ne? Wie kann es sein, dass diese Jugendlichen, die im Grunde eine Wohnung haben, Eltern haben, in einer Gemeinschaft aufwachsen, wie kann es sein, dass sie sich so fremd fühlen? So das Gefühl der Entfremdung in sich haben. Und nach meiner Ansicht ist es wirklich so, dass das aufgrund dieser Abschottung, die im Laufe der Zeit ja wirklich geschieht, das betrifft nicht nur Lohberg, Marxloh, Berlin-Neukölln, Berlin-Wedding, dass da so eine eigene Kultur, die haben eine eigene Kultur entwickelt, ne? die dann irgendwann zu gären anfing. Ne? Mhm. Und das sind so diese Entwicklungen, genau. Ja. Was mich sehr wundert ist, dass es gar nicht aufgefallen ist in dem Sinne, dass sich da so eine Gruppe abgesplittert hat. Das stimmt so nicht. Es ist doch aufgefallen. Also mir ist es im Jahr 2011, Ende 2011 aufgefallen, dass sich einige Jugendliche mit langen Gewändern, mit Bart eben versammelt haben auf dem Marktplatz und so. Das ist schon aufgefallen. Das wäre gelogen, wenn wir sagen, es ist nicht aufgefallen. Es ist aufgefallen. Aber jetzt hat man dann mit den Jugendlichen gesprochen, was hat man unternommen? Was hat man unternommen? Also das Erste ist ja, man wusste nicht, welche Taten oder was sie vorhaben. Das haben die ja nicht offen mit uns diskutiert. Es war so, dass die sich versammelt haben und dass da schon teilweise Gespräche gelaufen sind, wo ich teilweise selbst auch die Gespräche geführt habe, ne, was ist, welche Richtung geht es. Es ist so, welche Handhabe hatten wir denn? Ich meine, zur Polizei zu gehen, ja, ein Bart zu tragen, ein langes Gewand zu tragen, ist ja nicht illegal. Ne? Für mich persönlich hat sich die Frage dann gestellt, in welche Richtung geht die Integration? Wobei ich das Wort ja auch nicht besonders mag, aber darüber können wir uns vielleicht später nochmal unterhalten. Ja, wird auf jeden Fall Bestandteil des Gesprächs. Mir hat sich die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Jugendliche sich so von der Entwicklung in Deutschland, dass sie sich davon so abschotten? Nach meiner Ansicht war die Ursache eben insgesamt die Abschottung Lohbergs insgesamt, die Entwicklung einer Parallelgesellschaft. Na, wenn wir da immer noch eine Grundschule haben oder Kindergärten haben, wo die Migrantenquote bei über 90% liegt, dann ist es zwangsläufig, geschieht dann eine gewisse Abschottung, ne? Eine Trennung von der Mehrheitsgesellschaft. Und dann kann es natürlich unter Umständen zu Gärungsprozessen kommen. Mhm. Ja. Ich möchte aber so ein bisschen trotzdem noch dabei bleiben. Wie kann es dazu kommen? Oder gab es auch Tendenzen, dass die insgeheim vielleicht irgendwo doch beneidet wurden mit dem, was sie tun? Mhm. Und deshalb das auch gar nicht so nach außen getragen wurde? Dass es also vielleicht im Hintergrund Leute gibt? Es war schon geheim. Die hatten ihre Räumlichkeiten im ledigen Heim. Ne, es lief alles, also man konnte offen mit denen reden, ne, aber deren Pläne und so, das haben die natürlich nicht kundgetan. Also wurde nicht öffentlich diskutiert. Ne. Hm. Gibt es denn nach wie vor die Tendenzen, dass es die Lohberger Brigade gibt? Es gibt keine Organisation, keine koordinierte Organisation, das bezweifle ich. Es gibt sicherlich gewisse Leute, die diese Ideologie immer noch verfolgen, mit Sicherheit. Sie haben eben auch mal davon gesprochen, dass den Leuten Nestwärme fehlt, eine Familie. Mhm. Haben denn die Eltern auch nichts mitbekommen? Haben die nichts gemerkt? Ja, also wenn ich von Nestwärme in dem Sinne rede, in dem konkreten Fall rede, dann rede ich über den weiteren Begriff der Nestwärme, die gesellschaftliche Nestwärme. Freundeskreis, ne, eine Kollegialschaft, eine Bruderschaft, ne, oder so. Die Suche nach einer Gemeinschaft, nach einer sozialen Gemeinschaft, die einen auffängt. Die da ist, ne? Die einen
mit dem man durchs Feuer gehen kann. Und das hat wohl irgendwo gefehlt. Ne? Identifikation, das ist die große Frage. Ne? Man kriegt ja trotzdem auch sehr viel vom Elternhaus mit und mitgeliefert. Mhm. Also wenn ich mich irgendeiner Tendenz hingegeben hätte oder irgendwie, ich bin mir sicher, dass meinen Eltern etwas aufgefallen wäre und dass sie dagegen gewirkt hätten. Und deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass da von deren Seite nicht. Es ist ja so, dass teilweise, wie gesagt, also jeder Einzelfall sollte für sich selber ausgelegt werden und analysiert werden. Aber oft ist es dann so, dass diese Kinder aus konservativen Elternhäusern kommen, die das dann teilweise anfangs natürlich geduldet haben. Hauptsache, er macht keinen Blödsinn, er wird nicht kriminell, klaut nichts, ne? Und ist dann eher mit seiner Religion verbunden und geht beten. Und ist fleißig, ein echter, frommer Muslim. Welche Ausartung das dann, zu welchen Ausartungen es dann gekommen ist, das haben die Eltern wahrscheinlich nicht so gedacht, dass es dazu kommt. Ne? Jetzt möchte ich auch gerne mal so ein bisschen auf Ihre Position eingehen. Sie sind in Lohberg geboren, Sie sind dort groß geworden, Sie sind dort zur Schule gegangen. Ja. Sie haben studiert, Sie sind jetzt stellvertretender Bürgermeister, eigentlich auch ein Paradebeispiel, dass in Deutschland ja wirklich jedem alle Wege offen stehen. Was haben Sie wirklich anders gemacht als diese Menschen? Ich hab den Vorteil gehabt, dass ich ziemlich liberale Eltern hatte, die mich fu gefördert haben. Und diese Chance haben viele Jugendliche nicht. Ne, wenn wir von Chancengleichheit reden, dann sollte das unabhängig von den Eltern sein. Ne? Und die gibt es nun mal nicht. Ne? Ich habe diese Möglichkeiten gehabt. Mir wurden alle Türen geöffnet, ne? Abgesehen jetzt von meinen Eltern, auch von meiner Partei, die mich sehr gefördert hat. Ne? Der Grund, wieso ich hier sitze oder wieso ich stellvertretender Bürgermeister wurde, das verdanke ich klar meinen Eltern, aber auch meiner Partei. Ja, aber auch das, was Sie selber dazu beigetragen haben. Das kann man, denke ich mal, auch sagen. Aber Fakt ist, ich durfte diese liberale Erziehung genießen. Mich hat man gefördert, seit Kindesbein auf. Diesen Jugendlichen besteht diese Möglichkeit nicht. Ne? Und dass das die Gefahr ist eben, dass die irgendwann Kinder haben werden und dass dieser schwarze Kreislauf nie aufhört. Und wichtig ist doch, diese Schallmauer zu durchbrechen. Und das kann nur dann geschehen, wenn es in Zukunft heterogen, also gemischte Klassen, gemischte Kindergärten gibt. Und das ist die einzige Möglichkeit. Ich möchte gleich im zweiten Teil mit Ihnen auch darüber sprechen, welche Ansätze Sie sehen, um dem Ganzen zu begegnen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Dienstlaken, Ayub Yildiz. Herr Yildiz, wir sprechen über die Salafisten-Hochburg Lohberg. Sie haben aber eben zum Ende des ersten Teils das Thema Integration auch angesprochen. Was läuft für Sie falsch beim Thema Integration hier in Deutschland? Also erstmal, Lohberg ist keine Salafisten-Hochburg. Das wollte ich erstmal klarstellen. Was läuft falsch? Wie gesagt, all die Erklärungsversuche, die ich jetzt von mir geben werde, werden die Taten, die Aktionen dieser Jugendlichen nicht rechtfertigen. Aber darum geht es gar nicht, genau. Aber wie gesagt, Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, ne, all das kann dazu beitragen, dass Jugendliche sich von irgendwelchen Scharlatanen verführen lassen. Denn da besteht ja Raum für die, das ist ja doch der Nährboden. Man hat da Jugendliche, die Hoffnung verloren haben, den Sinn des Lebens irgendwo nicht mehr finden. Da besteht Raum für Scharlatane, das ordentlich auszunutzen. Das wird auch so getan. Ja. Sowas kennen wir ja in Deutschland eigentlich auch, weil ja, die Neonazis fischen quasi im gleichen Becken. Ist das gleiche Schema. Ist das ähnliche Schema, ne? wo Scharlatane echt solche misslichen Zustände eben zu eigen machen und diese Jugendlichen dann halt verführen. Als Kanonenfutter oder was auch immer. Aber Sie haben oder üben generell Kritik an der Integration in Deutschland, schon allein an dem Begriff Integration. Ja, es ist klar, das versuche ich ja schon seit Jahren. Schauen Sie, mit dem Begriff Integration komme ich persönlich nicht klar. Ich bin hier geboren,
wo soll ich mich rein integrieren? Die Gefahr besteht immer, dass aus dem Migrationshintergrund irgendwann ein Migrationsvordergrund wird. Und das läuft oft so, sei es in den Medien, im Alltag. Wichtig ist zu, also was wir machen, ist, wir schaffen Pufferzonen, indem wir Vereine, Verbände finanziell unterstützen, was auch richtig ist teilweise. Aber dadurch entstehen keine echten Brücken zwischen Migranten und der Mehrheitsgesellschaft. Ne? Und dadurch, durch diese Pufferzonen, werden lediglich die Probleme an der Oberfläche gekratzt. Das Problem wird nicht am Schopfe gepackt. Und das kann nur dadurch geschehen. Und das sage ich immer wieder. Die einzige Alternative ist, wir leben nun mal in einer heterogenen Gesellschaft. Wir leben in Zeiten der Globalisierung. Die einzige Möglichkeit ist, wir müssen für heterogen, also wir müssen in den Kindergärten, wir müssen in den Grundschulen, wir müssen in den Schulen für ein gesundes Mischungsverhältnis sorgen. Sonst sehe ich da Probleme. Sonst entwickeln sich, es wird dann bei solchen Quartieren eine gewisse Eigendynamik entwickelt, wo es dann wirklich teilweise zu Gärungsprozessen kommt. Ne? Ich erinnere mich an einen Satz unseres Oberbürgermeisters, ja, Herrn Sören Link, als es auch um das Thema Integration ging. Ja. Er sagte, wir können Integration, also bezogen auf unsere Stadt Duisburg. Sehen Sie das ähnlich? Nein. Können wir hier? Nein, ich sehe das nicht so. Die Integration funktioniert nicht. Das ist meine persönliche Ansicht. Es ist so, dass die Integration sich im Laufe der Zeit zu einem Geschäft entwickelt hat, das wirklich sehr gut läuft. Man kann damit gutes Geld machen, keine Frage. Man unterstützt Vereine, Verbände, keine Frage. Also ich will jetzt auch nicht in Abrede stellen, dass diese Vereine, Verbände, Institutionen keine gute Arbeit leisten. Keine Frage, machen sie auch. Es wird aber lediglich an der Oberfläche gekratzt. Integration bedeutet, mit sich zu partizipieren, teilzuhaben. Gemeinschaftlich das Wir-Gefühl stärken. Das Wir-Gefühl steht im Moment lediglich in den Maßnahmepaketen, in den Masterplänen, in den Bundesgesetzen, das Wir-Gefühl. Schauen Sie, ich gehe davon aus, dass dieses Wir-Gefühl, ich will nicht, dass dieses Wir-Gefühl lediglich auf Papier steht, denn es landet irgendwann im Mülleimer und unsere Kollegen von der Abfallentsorgung, die müssen dann den Rest aufheben. Nein, wichtig ist, das Wir-Gefühl muss im Herzen sein. Und das kann nur dann geschehen, wenn man zusammenwächst und nicht, wenn man irgendwann die Ausbildung hinter sich hat und dann seinen Arbeitskollegen kennenlernt, der Ali heißt, der Mustafa heißt, der Ibrahim oder wie auch immer heißt, sondern dass diese, das Ephraim, Ibrahim, der Frank, die Anneliese, dass die zusammen groß werden im Kindergarten, in den Grundschulen, damit diese Generation zusammenwächst, damit das Wir-Gefühl wirklich im Herzen getragen wird und nicht nur auf Papier. Und das unterstützen wir teilweise nicht. Was wir machen, ist eben an der Oberfläche kratzen, indem wir eben diese Pufferzonen, die wir bilden, unterstützen, stopfen und eben eine Wirtschaft entwickeln, die im Grunde da fehl am Platze ist. Was fordern Sie denn? Was soll geändert werden in Lohberg? Was soll geändert werden? Nicht nur in Lohberg. Lohberg ist exemplarisch für die Integrationspolitik, für die falsche Integrationspolitik, die in den letzten 40 Jahren gemacht wurde. Diese Last trägt jetzt der Bürgermeister, diese Last trage ich jetzt. Das gilt genauso gut für Marxloh, das gilt für Berlin-Neukölln und Wedding. Die einzige Chance ist gemischte Kindergärten, gemischte Grundschulen. Das ist die einzige Möglichkeit. Gut, jetzt werden ja wahrscheinlich keine Bürger extra ihre Kinder nach Lohberg, nach Duisburg-Marxloh in den Kindergarten schicken. Schon gar nicht, wenn sie da nicht wohnen. Sie fordern zum Beispiel für Lohberg die Schließung der Grundschule, ja, damit diese Kinder eben auf andere Grundschulen verteilt werden. So ist das. Schauen Sie, wenn wir bereit sind, 40 Millionen Euro für das Zechengelände auszugeben, für Integrationspläne, Masterpläne, die ja auch Geld kosten, wenn wir bereit sind, das Geld da zu investieren, könnten wir doch genauso gut sagen, pass mal auf, weißt du was, wir fragen die Eltern, möchtest du, dass dein Kind mit deutschen Kindern groß wird? Ja, gut, dann besorgen wir dir einen Bus, ein Taxi und befördern ein Kind von da, von Punkt A bis B. Nun, glauben Sie, im Ergebnis gehe ich davon aus, dass die Nebenwirkungen, die wir jetzt haben, aktuell haben, dass die Nebenkosten, die wir jetzt haben, dann nicht mehr so hoch sein werden. Aber die Schule, die Grundschule in Marxloh, die ist ausgezeichnet worden eben für ihre Arbeit, was sie mit den Kindern machen. Ja.
Ist da nicht die Gefahr, dass diese spezielle Förderung, die dort jetzt eben an dieser Grundschule geleistet wird, dass die dann eben verloren geht, weil man das eben in anderen Schulen so nicht leisten kann? Ich mache das Ganze nicht an Förderung oder an Preisen oder irgendwelchen Auszeichnungen fest. Ich möchte mir die Lebensläufe angucken. Was passiert aus diesem jungen Mann, der ein Marx-Logo wird? Was passiert aus dem? Was wird aus dem? Wird er irgendwann Ausbildungsplatz haben? Wird er sich mit der hiesigen Gesellschaft, mit der hiesigen Kultur, kann er sich mit der modernen, die wir heutzutage hier haben, vereinbaren? Geht das? Und das sind irdische Realitäten. Wir möchten nicht über irgendwelche Pläne, Masterpläne reden. Das sind lediglich Pläne, die auf Papier stehen und irgendwann kommt der Journalist, ach schön, war doch alles super, nichts ist schön. Ja? Und das Problem wird hier immer größer. Wenn Flüchtlinge, wenn Menschen, die Hilfe brauchen, zu uns kommen, das Problem wird immer größer. Und irgendwann müssen wir der Realität ins Auge sehen und sagen, so geht es nicht mehr weiter. Wir müssen mischen. Das ist die einzige Alternative. Und wie realistisch sind diese Pläne, die Sie im Kopf haben, dass das umgesetzt wird? Gute Frage. Ich bin dabei. Deshalb sitze ich ja hier. Und versuche meine Vorstellung eben weiter zu verbreiten. Wir werden gleich im Weiteren darüber sprechen, welche weiteren Ideen Sie verfolgen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Redaktion zu den News. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir im Studio zu Gast der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Dinslaken, Ayüp Yıldız. Herr Yıldız, wir sprechen über den Dinslakener Stadtteil Lohberg, der Berühmtheit durch die Lohberger Brigade erlangt hat. Mhm. Sie haben mal gesagt, dass in Lohberg vieles falsch läuft. Was läuft da für Sie falsch? Ja, jetzt abgesehen von der Arbeitslosigkeit haben wir viele Probleme. Wie gesagt, auch die prekäre Bildungssituation. Wir haben in Dinslaken haben wir 10, 11 Grundschulen. 10 von diesen Grundschulen haben eine Überweisungsquote aufs Gymnasium von Durchschnitt von 39-40%. In Lohberg liegt die Überweisungsquote bei 6-7%. Das nicht seit gestern. Aber darum geht es mir auch nicht. Mir geht es eher darum, dass das Primäre, was für mich sehr, sehr, sehr bedeutend, sehr wichtig ist, immens ist, dass die Kinder unter sich bleiben. Ne? Dass da so ein Grad von Homogenisierung entstanden ist, was ich nicht mehr befürworten kann. Und ein Teil der Eltern hat das jetzt auch, ist so, dass sie ihre Kinder dann doch nicht mehr an der Grundschule Lohberg anmelden, sondern woanders, also verteilt in der Stadt halt, ne? Wichtig ist mir eben, dass diese Kinder zusammen aufwachsen. Und das ist in Lohberg so nicht der Fall. Ne? Und die Anmeldezahlen sinken auch. Also es ist so, dass wir im Jahr 2007 eine Anmeldezahl von 90 hatten. Nun liegt die bei 32. Ne? Sie haben selber gesagt, dass die Probleme nicht da angegangen werden, nämlich an der Stelle eben, dass die Lohberger sich verteilen und in einer heterogenen Gesellschaft aufwachsen. Mhm. Wo kann man ansetzen, dass das passiert? Sie haben gefordert oder Sie fordern eben die Grundschule zu schließen, aber gibt es andere Möglichkeiten, das noch zu erreichen? Also nicht nur die Grundschule, es geht mir darum, bereits im Kindergarten. Ja? Also im Kindergarten mit der Heterogenität anfangen. Da fängt es ja an. Das ist das prägende Alter, ne? wo wie gesagt Ephraim, der Ibrahim, die Anneliese und der Frank eben das Gefühl haben, ein Moment, wenn diese Leute irgendwann erwachsen sind, dann ist das doch die Anneliese, mit der ich groß geworden bin. Ich habe da keine Berührungsängste. Das ist der Murat, mit dem ich groß geworden bin. Es gibt da gar keine Probleme. Nicht nur von der Sprache her ein Plus, sondern auch vom Kulturellen her. Ne? Dass man sagt, pass mal auf, er ist Moslem, er hat diese Religion, sie ist Christin, sie hat diese Religion, wo es selbstverständlich ist, wo Vielfalt gefragt ist, wo das als Schmelztiegel, ne? Und das ist so ein Sinnbild unserer Gesellschaft, der Welt überhaupt. Wir leben, wie gesagt, in Zeiten der Globalisierung, wo Vielfältigkeit gefördert werden muss und nicht behindert werden sollte. Ne? Was teilweise auch, wie eben durch solche Masterpläne, die stur ihr Programm haben und nach außen wird verkauft, Integration läuft. Aber in Wahrheit sieht die Lage ziemlich anders aus. Ne? Und das ist nach meiner Ansicht frustrierend und ich kann das so nicht mehr mitmachen. Und deshalb bin ich immer dafür, dass die Generationen in Zukunft zusammenwachsen und dass das A und O.
Aber das Zusammenwachsen ist ja, da gibt es die Seite eben aus Deutschland, die auf die Migrationsmenschen zugehen muss und aber eben auch umgekehrt. Mhm. Und ist das denn so, der Wille aus Lohberg da, sich weiter zu öffnen? Ja. Gut, dass Sie es ansprechen. Es ist so, dass ich oft in Zeitungen lesen muss, Integration ist keine Einbahnstraße. Die müssen sich auch selber bewegen. Wir müssen nicht an den Händen packen, ein gefährlicher Gedankengang. Denn wenn wir sie nicht mitnehmen, dann tun es andere. Und, das ist und das dann tut es weh. Und dann gibt es den Knall und dann sagen wir, ach du meine Güte, was ist denn da passiert? Dann sage ich, nein, es ist unsere Aufgabe, es ist die staatliche, politische, es ist die gesellschaftliche, es ist ganz besonders die zivilgesellschaftliche Aufgabe, diese Leute an den Händen zu packen und mitzunehmen und sagen, du bist ein Teil von uns, du gehörst zu Deutschland. Bei der Nationalmannschaft hat es ja auch geklappt, wir sind Weltmeister geworden. Hat man Sie persönlich denn an die Hand genommen und Sie geführt, so dass Sie sich, ja, Sie wollen das Wort Integration nicht hören, aber dass Sie so in die Position gewachsen sind, die Sie innehaben? Sind Sie wirklich gefördert worden von außen? Wie gesagt, an erster Stelle meine Eltern, keine Frage. Aber auch während der Schulzeit, der Abiturzeit, hatte ich meine wunderbaren Lehrer, ne, die mich gefördert haben, ne, die mir Türen geöffnet haben. Hinzu kommt meine eigene Partei, die mich an den Händen festgehalten hat. Pass mal auf, Junge, du kannst das doch, du kannst doch reden. Ne? Dann mach das mal. Und ich muss echt gestehen, ohne diese Leute, ohne diese Förderung, wäre ich nicht da, wo ich bin. Das heißt, man muss die Leute mitnehmen. Wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. Wie es ja passiert ist. Wie es passiert ist, genau. Wagen Sie denn einen Ausblick, wie es möglicherweise weitergeht, wenn man nicht Ihrem Weg folgt? Das ist jetzt sehr, sehr spekulativ. Ne? Das kann man so in diesem Moment nicht sagen. Ich tue ja alles Mögliche, damit das so läuft, wie ich es mir vorstelle. Weil ich glaube schon, dass es die einzige Alternative ist. Ne? Teilweise auch vielleicht zu spät ist, weil es schon teilweise verkrustete Strukturen gibt. Aber ich denke ja an die Zukunft, an die zukünftigen Generationen. Wenn die Älteren bereits schon ihr, sei es bei der Mehrheitsgesellschaft oder bei der Minderheitengesellschaft, bei den Menschen mit Migrationshintergrund, wenn die bereits fest eingefahren sind, dann besteht aber die Möglichkeit für die Zukunft der zukünftigen Kinder, sei es in Duisburg, sei es in Dienstlaken, Berlin, Neukölln oder Wedding. Schauen Sie, es geht immer darum, und es gibt diesen Begriff, diesen Satz von Max Frisch, er sagte mal, in Anfang der 60er Jahre, glaube ich, war das, er sagte mal, wir haben Arbeitnehmer gerufen und es sind Menschen gekommen. Und wichtig ist, dass man diese Menschen zusammentut, damit die zusammen aufwachsen. Das ist das. Das ist der Punkt. Und da hoffe ich, dass Ihnen das so auch gelingen wird, dass Sie diese Menschen zusammenbringen. Herzlichen Dank. Ja, hoffentlich. Herr Hildes, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns bei Spruchreif zu Gast waren und über Lohberg gesprochen haben. Gerne. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schalten Sie wieder ein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Servus. Bye, bye.